Hallo Leute, da bin ich wieder mit einer neuen Folge Ixion. In der letzten Folge haben wir es mit einer nicht detonierten Rakete zu tun gehabt und wir haben auch gelernt, dass diese elektromagnetische Wolke hier das System jetzt verlassen hat. Genial, oder? Die hat das System hier sozusagen nur durchzogen. Wir könnten jetzt hier drüben also wieder hinfliegen. Wir haben da auch schon ein Forschungsschiff losgeschickt. Die ganzen netten Wissenschaftspunkte einsacken. Und dann werden wir uns auch noch um die Ressourcen hier kümmern. Wir müssen uns nur erstmal ja, um die Ressourcen auf der Seite noch kümmern. Hier gibt es halt haufenweise Kryokapseln noch. Das ist so krass. Ja, mal schauen. Wir lassen es erstmal weiterlaufen. Wir haben ja auch in der Tycoon noch genügend zu tun. Wir brauchen ein neues Sonarpanel, da diese Wasseraufbereitung einfach mal 100 Energie kostet. Unfassbar teuer. Da könnte man übrigens auch mal im Technologietree nachschauen, ob man diesen Wasseraufbereiter nicht verbessern kann. Die Abfallverbrauchskosten sind um 25 reduziert. Das ist der Hammer. Das ist 50% weniger. Und die Energiekosten sind um 50 reduziert, ja. Also die zwei Sachen haben oberste Priorität. Das kann man sogar vor den Verbrauchskosten erforschen. Das müssen wir unbedingt machen, Leute, weil, wie gesagt, 100 Energie ist einfach gruselig. Deswegen bauen wir jetzt hier noch so ein Solarpanel und dadurch gehen uns natürlich auch die Polymere aus. Hier haben wir zu tun. Das Bergbauschiff holt hier den Kohlenstoff ab, damit wir das zu Polymeren umwandeln können. Und hier Halk, der hat gar nichts zu tun mit dem Abbauen. Man kann die eigentlich noch ein bisschen Wasser abbauen. Und was ist hier passiert? Zwei neue Meldungen. Station ist nun anfällig durch meteorologische Ereignisse. Was? Was? Und die Technologie. Die Raketenbedrohungsanalyse wurde freigeschalten. Raketendingsanalyse. Ja, das hier. Sehr gut. Dann nehmen wir das mit den Energiekosten, mit den reduzierten, mal in Angriff. Rumpfintegrität ist noch vorhanden. Das ist alles im grünen Bereich. Die Forschung ist halt enorm wichtig. Was? Vertrauen minus 9,2. Was ist denn jetzt los? Hä? Ist irgendwas passiert? Oder warum sind die auf einmal wütend geworden? Haben wir was verpasst, Leute? Hä? Nahrung in Sektor 2. Oh. Hä? Wieso hungern die? Es gibt doch genügend Nahrung. Wo ist denn das Problem? Siebenundachtzig Nahrung. Fünfunddreißig Nahrung wird benötigt, um alle 558 haben. Können wir denn erzählen, dass wir ja keine 35 Nahrung hatten? Und im Sektor 2, na okay, hier sind ja, wir hatten ja hier noch ein Zellenquartier gebaut. Vielleicht deswegen sind da welche am Durchdrehen. Wo ist denn hier die Kantine? Da, Speisesaal. Nahrung ist ja ohnehin schon eingeschränkt. 600 Besatzungsmitglieder können hier versorgt werden.
Wie viel haben wir hier? Besatzungsmitglieder 575. Alles im grünen Bereich. Ist mir jetzt wirklich ein bisschen schleierhaft. Weil es gibt genügend Nahrung. Schaut mal. 118% rund machen wir mehr. Also 18% über 100%. Müssen wir jetzt halt mal durchhalten. Das ist nur wegen der Nahrung, dass die hier am Durchdrehen sind. Beobachten wir. Das müsste eigentlich alles zu Beginn des nächsten Zykluses abgeschlossen sein. Da ist der Speisesaal schon voll und der wird hier auch voll werden. Ja, schaut mal, jetzt ist es weg. Das lag wirklich nur an der Nahrung. Zwar denke ich mal durch die Umverteilung, dass die halt hier nicht so schnell, wie wir die hier rüber geschafft haben, dann die Nahrung in den Speisesaal bringen konnten. Wobei, das ist aber auch ein bisschen komisch, oder? Naja, wie auch immer. Es ist alles wieder schön und gut. 74% erforscht. Das läuft alles. Der Kohlenstoff, das dauert halt ewig, bis sie den Kohlenstoff ran geschafft haben. Ist halt ein extrem weiter Weg hier für die Merkabar. Da gibt es noch 82 Mal und hier oben wird auch abgebaut. Da gibt es noch richtig viel zum Abbauen. Ressourcen zum Eiseln. Ressourcen. Eisenressource zum Sammeln ist auch noch da. Ja, eine kleine Halde, Abschaltung. Das geht noch. Jetzt hier, die Technologie Post-Lunaklysmus-Behandlung wurde erforscht. Wir befinden uns noch in der Weltraum-Frühgeschichte. In der Zukunft werden wir die heutigen Maschinen amüsiert betrachten und ihre offensichtliche Rohheit erkennen. Wir sind uns dessen nur noch nicht bewusst. Henry Barjavil. Das, was er jetzt hier sagt, ist eigentlich generell so. Also, wenn man sich mal die ersten Computer anschaut, die im 20. Jahrhundert entstanden sind, die so groß waren wie ein ganzes Einfamilienhaus, und man sich jetzt die Technik anschaut, das ist nicht nur in der Weltraumtechnik so, sondern halt mit allem. Alles wird kleiner, alles wird effizienter. Wissenschaftspunkte. Wir verfügen nicht über genug Wissenschaftspunkte, die Forschung abzuführen. Mit Vorsicht. Ja, wir bekommen ja aber immer Forschungspunkte dazu. Und gut, wir können ja eine Weile aussetzen. Das soll jetzt nicht das Problem sein, aber das wäre auch nicht schlecht, wenn wir das noch uns gönnen können. Wir werden das jetzt aber anschließen hier. Die 50, dann wird das Wasserreservoir entlastet. Wir haben immer noch, ja, 56% Wasser. Aktueller Bestand. Ja, jetzt nehmen den Abfall her. So soll es ja sein. Hatten wir eingestellt, dass die ganzen anderen Sektoren den Abfall zu uns transferieren. Also im Sektor 1 ist diese Doktrin ja nicht durch, dass der überhaupt Abfall irgendwie verwendet werden soll, aber doch, hatten wir doch hier die Abfalldoktrin? Schaut mal, wir sammeln hier doch Doktrin, wir sammeln hier doch Abfall. Ressourcenmanagement. So, wo ist denn der Abfall? Da ist der Abfall. Die haben das Interface überarbeitet. Ach Mann. Zur erweiterten Einstellung? Ja. Also ich finde die erweiterte Einstellung besser, aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich die nur kenne hier. Ich habe schon nie reingeschaut. Gab es
von Anfang an hier unten diesen Button, dass man wechseln kann? Wir bleiben jetzt bei dem hier. Das ist mittlerweile übersichtlicher. Was, Sektor 4? Hatten wir denn den Sektor freigestellt? Wartet mal. Nein, wir haben doch gar keinen Sektor 4 freigeschalten. Was wollen die uns hier weiß machen? Ja, jetzt ist wieder richtig. Schaut mal, jetzt ist wieder ausgegraut. Also, Abfall. Sektor 1 sind wir. Der soll seinen ganzen Abfall zum Sektor 2 liefern. Ja, hatten wir schon alles so eingestellt. Gut. Und Sektor 6 genauso. Der soll auch keine 5 Abfall behalten. Der soll alles rüber zum Sektor 2 schicken. Und das Forschungsschiff ist drüben eingetroffen. Wir können uns jetzt anschauen, was ja mit der Kolonie passiert ist oder ob die wieder zurück wollen. Wahrscheinlich wollen die wieder zurück. Nochmal sehen. Wir haben unseren Kolonisierungstest auf P42 abgeschlossen. Wir schätzen die Erfolgsrate auf Planeten wie P42 auf 25,12%. Das ist nicht wirklich viel. Wir warten auf Genehmigung von Rückführungsvorbereitungen. Bringen die Kolonisten zurück. Die Kolonisten auf P42 haben ihre Arbeit abgeschlossen. Sie werden sich auf die Rückführung vorbereiten. Oder bricht die Kommunikation mit den Kolonisten ab? Die Dollos Vertragsbedingungen sehen die Möglichkeit vor, Besatzungsmitglieder im Falle einer Notsituation zurückzulassen. Die Kolonisten waren sich dieser Möglichkeit bewusst. Nö, wir bringen die schon zurück. Nur halt wollen wir erstmal hier noch alles abgrasen, bevor wir dann wieder hier rüber fliegen mit der Tycoon. Silizium wird noch abgebaut, Kohlenstoff wird transportiert und ebenso Eisen. Könnt ihr mal noch Eis sammeln, weil irgendwann wird uns der Abfall ja ausgehen, schlicht und ergreifend. Die Sempo lädt wohl gerade aus ihre Waren, ihren Kohlenstoff. Ja, die hat es gerade ausgeladen. Sehr schön. Polymerfabrik. Hatten wir die angeschalten? Nö. Dann werden wir die mal wieder anschalten. Legt mal los. Brauchen halt noch 50 Polymere. Das ist eine Menge. Ich nehme einen Schluck Wasser. Und wir müssen halt noch einen neuen Sektor freischalten. Würde ich aber ganz gern machen, wenn wir auf die andere Seite des Systems geflogen sind. Hier ist das fertig. Mit der Kolonie. Die Kolonisten sind für die Rückführung bereit. Sie warten auf das Frachtschiff. 90 Kolonisten bringen die Kolonisten zurück. Ja, machen wir schon noch. Aber jetzt nicht sofort. Holt erstmal die ganze Wissenschaft daraus. Und da fällt mir ein, wir machen das mit der Forschung. Wasseraufbereitungsanlage da. Trockendynamik erforschen. Die Abfallverbrauchskosten sind um 25 reduziert. Einfach bombastisch. Um 50%.
Um Wasser zu finden, muss man danach graben und es dort erreichen, wo sich niemand hinwagen würde. Der Rest ist nur eine Frage von Geschmack und Toxizität. Giovanni Battista. Erforscht das mal bitte. Es geht halt rucki-zucki, ne? Wie der Abfall jetzt dann hier verbraucht wird. Und der Energieverbrauch ist um 50% halt reduziert. Krass. Was? Wasser? Ach so, da blinkt das, wenn dieses Wasseraufbereitungsgebäude da aktiv ist. Schön. Könnten das trotzdem anwerfen, um einfach ein bisschen Eis wegzutauen, aber so viel Eis haben wir, glaube ich, gar nicht. Ja, schaut mal hier. 65 mal Eis, das ist halt nix. Es läuft doch alles. Polymerfabrik ist jetzt halt das Wichtigste, dass sie ordentlich Polymere rausballert, damit das so ein Nahpanel fertig wird. Brauchen es jetzt zwar nicht mehr unbedingt, aber lieber man hat ein bisschen was auf Halde und jetzt haben wir einmal damit angefangen. Ist schon okay so. Die Kryokapseln, ja, werden auch nach und nach abgebaut hier. Müssen halt aufpassen. Die Speisesäle können halt immer nur 600 Leute maximal bewirten. Würde bedeuten, wir sollten hier noch irgendwo Wohngebäude hinbauen. Weil hier wird über kurz oder lang werden wir hier die 600 erreichen. Hier halt noch so ein Zellenquartier hinzimmern. Ach, mal schauen. Ja, Trockendynamik haben wir jetzt erforscht. Was wollen wir noch erforschen, Leute? Sonst noch irgendwas? Im Moment wüsste ich so ad hoc nicht was. Solarmodule. Die Kosten für Solarmodulpolymere sind um 10% gesenkt. Könnte uns jetzt gerade ganz gut helfen. Machen wir mal. Das hätten wir vorher machen sollen. Mal schauen, ob es noch mit reinkommt, die Forschung. Los, los, erforscht schneller. Wir erhöhen mal die Geschwindigkeit. Ja, die Kolonisten kommen schon zurück. Keine Angst. Es müsste eigentlich mit reinkommen hier. Wenn das jetzt fertig ist. Ist nie mit reingekommen. So ein Quatsch. Solarmodule. Die Kosten für Solarmodulpolymere sind um 10% gesenkt. Die Sonne, eine perfekte Energieform, eine Quelle des Lebens, ein Symbol der Anbetung, so intensiv, dass man nicht direkt hinschauen kann, aus Angst zu erblinden. Ich fühle tief in mir den überwältigenden Wunsch, ihre Kraft zu nutzen. Es geht mir auf den Zeiger, dass das nicht mit reingegangen ist. Wir müssten es nochmal abbrechen. Schauen uns das mal in der Außenansicht an. Außenkonstruktionen.
Jetzt ist es mit eingerechnet, wenn wir jetzt ein neues bauen würden. Wir könnten es abbrechen, aber. Ist auch Quatsch. Wobei, es wird noch gar nicht gebaut. Wir könnten es wirklich nur abbrechen. Das ist Quatschi, was die hier sagen. Abgebrochen. Dann sparen wir uns Polymere. Sagt jetzt bitte nicht, dass die ganzen Polymere weg sind. Nee, die haben das hier nur aufgeteilt. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zur Außenansicht und sagen ganz spontan, baut mal hier das Teil. Fehlen trotzdem noch 5 Polymere, aber wir haben 23 Polymere gespart. Können wir gut gebrauchen. Alle Wissenschaftspunkte wurden absorbiert hier oben. Dann lass die Hoffnung mal zum verfallenen Reaktor fliegen. Nahrung haben wir auch noch genügend. Das ist alles schön. Super. Rumpfintegrität geht jetzt natürlich rapide nach unten, aber es liegt daran, weil das Solarpanel gerade gebaut wird. Silizium, das könnte man halt noch erforschen. Dass wir weniger Silizium brauchen für die Umwandlung von Silizium in Elektronikteile. Da haben wir die Elektronikfabrik. Weniger Arbeiter, weniger Arbeiter. Ach, das gibt's gar nicht. Wir haben schon auf 20 Einheiten Silizium das reguliert. Ah, okay. Arbeitskräfte, nö. Wir haben mehr als genug Leute im Moment. Andockbucht. Was gibt's denn da Nettes? Schnelleres Entladen. Schnellere Raumschiffsbau in Andockbuchten können 20% mehr Ressourcen lagern. Ja, könnte man machen, muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Tech-Labor haben wir alles freigeschalten. Batterienstufe 1. Schnelleres Laden. Noch schnelleres Laden. Noch schnelleres Laden. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Siedlungszentrum reduziert die Trainingszeit um einen Zyklus. Nö. Drohnenbucht. Das haben wir halt noch überhaupt nie erforscht. Baut und lagert Drohnen. Drohnen können schnell bis zu 10 Einheiten eine Ressource auf einmal zwischen Sektoren übertragen. Also das ist halt ein Großprojekt, so eine Drohnenbucht. Ich will gar nicht wissen, was die kostet. Und als nächstes größeres Projekt haben wir uns natürlich vorgenommen, den Sektor noch freizuschalten. Atomkraft. Da müssten wir halt auf Wasserstoff noch mehr setzen. Gesundheitszentrum. Ja, das ist halt übergreifend. Das wäre auch nicht schlecht, so ein Gesundheitszentrum. Das Ding ist aber, wir müssen doch überall. Ja, seht mal. Wir müssten halt überall so einen Bahnhof bauen. Haben wir in Sektor 6 tatsächlich schon einen Bahnhof gebaut? Ja, haben wir schon. Nur halt in Sektor 2 noch nicht. Elektronikteile, die gehen mir auf den Zeiger mit ihren Elektronikteilen. Aber so ein Gesundheitszentrum wäre schon nicht schlecht.
Wir warten erstmal noch ab mit den Wissenschaftspunkten. Die gehen uns ja nicht flöten. Die Hoffnung ist eingetroffen. Schauen wir uns an. Ruinenreaktoren. Unsere Sensoren haben einen Teil der Edamenenki lokalisiert, der im Weltraum herumtreibt. Nach ersten Berichten handelt es sich bei dem Wrack um den Maschinenraum und die Reaktoren des Schiffes. Wir haben die Anlage erreicht. Nur zwei der massiven Reaktoren der Edamenenki sind übrig. Eine erste Erkundung zeigt drei interessante Punkte: die Triebwerke, den Maschinenraum und die Maschinenüberwachung. Können sagen, untersucht die Triebwerke, um mehr über die Mobilität des riesigen Schiffes zu erfahren. Maschinenraum erforschen, um mehr über die Funktionsweise der Edamenti herauszufinden. Oder Maschinenüberwachung, um mehr über die letzten Sekunden der Suprastruktur zu erfahren. Wir machen das mal mit der Suprastruktur. Vielleicht können wir da irgendwie Legierungen sparen. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung. Irgendwann müssen wir mit der Tycoon halt auch hier rüberfliegen. 4,2 Zyklen. Das ist der kürzeste Weg. Ja. Batteriestatus 5,5, 4,0. Das sollten wir überall hinkriegen. Ja, Rumpfintegrität 150%. Das ist nur, weil das Solarpanel gebaut wird. Alles gut. Die müssen doch bald fertig sein. 85% sind sie fertig. So eine mittlere Halde hier. Ja, noch super. Mit Wasserstoff irgendwie. Fände ich es gut, wenn wir davon noch ein bisschen was hätten. Wenn wir das ja noch mehr einlagern könnten. Auch wenn wir es im Moment noch nie brauchen. Straße bauen, auf geht's. Und die Hoffnung ist fertig. Mit der Forschung hier. Die Maschinenüberwachung war hauptsächlich mit hochrangigem Personal besetzt. Einige konnten nach noch Kryokapseln erreichen, ehe es zum Druckabfall kam. Analysen der verbliebenen Computerinfrastruktur zeigen, dass sie gegenüber den Maschinenraumarbeitern gnadenlos waren und sie wie entbehrliche Ausgestoßene behandelten. Das ist ja nicht sehr nett. Im gesamten Überwachungsbereich gibt es Spuren von Hackerangriffen. Alle Schiffscomputer für Triebwerke und Reaktoren waren kompromittiert, was die Etemenenki manövrierunfähig machte und in der gesamten Suprastruktur für Stromausfall sorgte. Das Team der Hoffnung konnte Protokollauszüge extrahieren, die damit in Zusammenhang stehen. Diese Codefragmente deuten auf das SMK. Relevante Daten wurden für detaillierte Analysen an das Techniklabor der Tycoon gesendet. Neues Ereignis: Digitalkrieg. Bereit zur Extraktion 50 Forschungspunde und 168 Kryokapseln. Dann lasst uns mal bitte noch die Triebwerke untersuchen. Und ein neues Ereignis ist verfügbar. Wir verfügen nun über genug Daten, um die Hacking-Protokolle der Piranesi zu analysieren. Das entsprechende Forschungsprojekt kann im Tech-Labor gestartet werden. Damit sollten wir in der Lage sein, Computerschutzsysteme zu errichten, um die Auswirkungen digitaler Angriffe zu verringern. Verstanden, machen wir doch glatt.
haben wir es. Warnt vor digitalen Angriffen auf Tycoon-Systeme. Hier spricht Clara Brunaldi vom Antriebsüberwachungsdistrikt. Wir haben mehrere informatische Probleme festgestellt. Die Triebwerke wurden gestoppt und sowohl die interne als auch die externe Kommunikation wird verschlüsselt. Wir erhalten von allen Seiten widersprüchliche Berichte. Wir müssen dringend Gegenmaßnahmen ergreifen und auf einen analogen Prozess umschalten. Clara Brunaldi. Forschen wir. Krass, wie schnell der Abfall hier flöten geht. Brauchen mehr Abfall, produziert doch alle mehr Abfall. Der Abfall ist bald weg. Krass. Und reicht noch 5, 6 Zyklen, so dann wieder neuer Abfall produziert. Und dann müssen wir wieder auf Wasser setzen. Aber da haben wir was, wo wir den Abfall jetzt wegkriegen. Das ist schon super. Ein Mann frei. Ja, Freunde der Nacht. Das war's für diese Folge. Ihr kennt meine Sprüche. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Rechts oben und rechts unten gibt es noch wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich tierisch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sadum.